Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich den nächsten Energy Drink von Flying Power, nämlich Extreme Sour Lime Shock. Ist Pfand und hat 245 Kilokalorien. Ist also pro Dose ist in Ordnung. Ist wie gesagt Limette und Super Sauer. In letzter Zeit gibt es ja immer wieder so Super Sauer, Extrem Sauer, Extrem, Extrem Sauer und was weiß ich was. Immer noch ein bisschen saurer, angeblich. Okay. Ja, Design kann ich schon mal sagen. Das Design gefällt mir sehr gut. Hier oben so ein bisschen klassisch geschnörkelt. Na, kräftiges, schönes Gelb. Kräftiges Grün. Ja, mehr braucht es nicht. Wunderbar. Design. Gibt schon mal 4 Sterne. Ja. Das Teil kostet auch so 49 Cent oder 56 Cent, also auf jeden Fall unter einem Euro. Und dafür kriegt man einen halben Liter. Wunderbar. Ja. Das riecht gut. Ist da Zimt drin? Hat eine leichte Zimtnote, finde ich. Also schmeckt super. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis damit auch 4 Sterne, weil für paar 50 Cent plus halb Pfand kriegt man 0,5 Liter geboten davon. Ist super. Geschmacklich. Ich denke also, es hat so einen leichten Zimt-Nachgeschmack, aber ich glaube, es ist irgendwas anderes. Hier steht auch irgendwas von Wurzel, irgendwas. Ja, okay. Mich würde mal interessieren, was ihr für Meinungen dazu habt. Schreibt es in die Kommentare rein. Ja, okay. Also geschmacklich kriegt das von mir auch 4 Punkte. Das sind ganze 12 Punkte insgesamt, also 12 Sterne insgesamt. Ja, gut. Das war's wieder für heute. Kleines Like, wenn nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel. Macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Ich teste wirklich alles durch, wie ihr seht. Ich halte meine Kamera. Ja, das ist extrem sauer. Ich habe da noch 2 andere extrem sauer zu Hause. Die werde ich dann auch noch testen. Habe ich das Thema auch abgehakt. So. Ja, das ist alles gesagt. Also, gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschüss.